Hallo, ich bin's, Danny vom Ersatzteilshop. Ihr habt dieses Video vermutlich gefunden, weil eure Waschmaschine von Bauknecht den Fehler H2O anzeigt. Hinter dem Fehler H2O verbirgt sich im Prinzip eine Meldung, dass in der vorgegebenen Zeit der Wasserstand im Gerät nicht erreicht werden konnte. Das kann zum einen am Wasserzulauf liegen. Hier solltet ihr im Prinzip den Wasserhahn zuerst überprüfen, danach das Aquastoppventil überprüfen. Es kann auch an der Elektronik liegen. Ein passendes Video, wie ihr diese ganzen Teile, wenn der Wasserzulauf gestört ist, überprüfen könnt, würde ich euch mal oben unter dem i verlinken. Es kann auch ein internes Problem in dem Gerät sein, dass im Prinzip der Drucksensor nicht erkennt, dass genügend Wasser im Gerät ist. Das würdet ihr aber dann erkennen, dass sich der Wasserstand im Gerät wesentlich erhöht, aber diese Fehlermeldung trotzdem noch auftritt. Wie gesagt, das passende Video zum Überprüfen verlinke ich euch mal oben unter dem i. Wenn wir euch mit diesem Video helfen konnten, würde es uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, diesem Video einen Daumen nach oben gebt und mir bleibt nur noch zu sagen, ran ans Werk.